Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem NoGuys-Kanal. Heute mal aus dem Spiel Valheim, das wir bereits seit einiger Zeit auf einem Online-Multiplayer-Server spielen. Und zwar mit einem Exploit-Video, wie man wahrscheinlich schon im Titel, wie ich es wahrscheinlich schon im Titel angekündigt habe. Denn uns ist beim Zocken ein Exploit aufgefallen, hauptsächlich durch die sehr, sehr schlechte Internetverbindung vom Dennis. Uns ist nämlich aufgefallen, dass wir gleichzeitig Sachen aufnehmen konnten und die damit quasi verdoppelt haben. Wir haben da ein bisschen rumprobiert und uns ist dann eben dieser Multiplayer-Glitch aufgefallen. Wir haben ihn im Singleplayer tatsächlich nicht getestet, weil wir nur auf dem Multiplayer-Server spielen. Aber genau da liegt für mich das Problem. Das ist ein Glitch, also ein Duplication-Glitch, der im Multiplayer funktioniert. Und zwar ohne irgendwelche Konsolen-Commands oder ähnliches. Das bedeutet, jeder, der auf deinem Server ist, kann grundsätzlich Sachen verdoppeln. Und das finde ich problematisch. Ich werde das jetzt einmal demonstrieren. Wir verwenden den tatsächlich, um größere Sachen zu bauen. Also ich weiß, dass der Dennis den hier verwendet, um Stein zu duplizieren für sein... für sein Projekt hier. Und ich werde das jetzt einfach mal zeigen. So, ist eigentlich ziemlich simpel. Wir haben diese Chest voll mit duplizierten Steinen. Und wir nehmen uns mal ein paar hundert hier raus. Ja, you're carrying too much, kein Problem. So. Und das ist super easy für jeden jetzt zu machen, denn jetzt zieht ihr euer Internetkabel. Ich muss einmal kurz ran. Kurz verrenken. So. Kleiner Fehler an der Stelle. Ihr müsst erst die Internetverbindung trennen und dann die Steine rüberziehen. Also Versuch Nummer 2, weil ich doof bin. Ihr merkt schon, ich habe den auch einfach nicht so häufig benutzt, weil ich mir auch tatsächlich den Stein lieber erfarme. Ich finde, das macht so ein bisschen das Spielprinzip kaputt. Ich kann es für große Bauten verstehen. Also ich kann tolerieren, dass der Dennis das hier nutzt. So, also ich habe jetzt erst das Internet getrennt, dann die Steine rausgenommen und jetzt logge ich mich nochmal ein. Da werde ich einmal kurz cutten. Da sind wir wieder. Das Spiel fährt hoch. Wir geben gleich wieder unser hochgeheimes Passwort ein. Start. STRGV. So, da sind wir. Mal kurz warten, bis der Deckel sich hier schließt. Und wir haben jetzt immer noch den Stein in der Truhe, gleichzeitig aber auch den Stein in unserem Inventar. Das bedeutet, wir haben für den Dennis jetzt gerade, wie viel waren es? 100. 200, 300, 400, 500. Ja, hätte ich hier auch rechnen können. 500 Stein verdoppelt. Die werfen wir hier mal in die Ecke. Und das funktioniert mit allen Materialien. Wie gesagt, ich halte das für sehr problematisch. Ich kann es gerade noch für Holz und Stein verstehen, vor allem für Stein. Ja, aber das ist das Problem, dass der Bug. Es gibt noch keinen Sandbox-Modus, zumindest nicht so wirklich. Natürlich, ihr könnt mit Commands bauen und so. Ja, aber das war's von uns. Viel Spaß beim selber Spielen.